Guten Abend, liebe Freunde des Goethe-Instituts, sehr geehrte Damen und Herren. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben, zu dieser Diskussion. Ulrike Gero ist im Haus. Sie ist nur gerade noch in einer Konferenz, in einer wichtigen Konferenz mit ihrer Universität, wo es ein großes Problem gab und sie unbedingt in einer Videokonferenz gerade teilnehmen muss. Sie hat mir gerade signalisiert, sie müsste jetzt gerade die Treppe runterkommen. Entschuldigen Sie vielmals diese Verspätung. Ich begrüße sehr herzlich Baumas, unseren Partner, meinen Freund hier von der Fundació Catalunya Europa. Wir veranstalten das hier gemeinsam, also die Fundación und das Goethe-Institut. Er spricht gleich auf Katalan. Es ist die erste von drei Veranstaltungen, die wir zu dem Thema Wir müssen reden, Europa, veranstalten. Die erste heute zum Thema Bedeutung von Regionen. Die nächste wird sein zur Bedeutung von Städte, Netzwerken. Und die dritte schließlich zu dem Thema Europa und Krise. Und welche Krisensituationen haben wir in Europa und wie können die bewältigt werden? Da kommt Ulrike Gero, die ich sehr herzlich begrüße, genauso wie Anna Terron. Ulrike, bitte. Und übergebe gleich das Wort. Entschuldigen Sie bitte nochmals die kurze Verzögerung, aber gleich geht's los. Wenn Baumas jetzt kommt und noch kurz Sie dafür begrüßt. Pau. Moltes gràcies. Benvinguts també en nom de la Fundació Catalunya Europa i moltes gràcies al Goethe-Institut per fer de partner, per fer de host d'aquest acte. Un acte que comença amb regions, que continuarà amb ciutats i després parlarem una mica sobre Europa en general. Tres temes que a nosaltres ens interessa moltíssim i que portem al nostre ADN, un ADN que neix de Pasqual Maragall, que ens va crear la Fundació fa 15 anys, fa 15 anys que funcionem. I, en fi, espero que gaudiu d'aquesta vetllada i moltíssimes gràcies. Com bé heu anticipat, tant el Ronald com el Pau, el debat d'avui se centrarà en la importància de les regions a Europa. Intentarem contestar preguntes, per exemple, quin és el pes polític que tenen actualment, quina forma poden agafar de cara al futur, quina relació han de tenir amb els estats. I per fer-ho, doncs, ens acompanyaran dues expertes, dues ponents, que ara sí que m'agradaria presentar-vos. Per una banda, a la meva esquerra ens ha acompanyat Anna Terron. Ella és directora de la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica d'Administració. No sé si ha sigut jo. Anteriorment va ser eurodiputada i també membre del Comitè de les Regions de la Unió Europea. I a la meva dreta també ens acompanya Ulrich Gero, que és professora de Política Europea a la Universitat de Bonn i fundadora del Centre European Democracy Lab de Berlín. Primer que tot, ho havíem estructurat així, us passaré la paraula primer, si et sembla tu, Anna, després a la Ulrich. Si ens podeu fer al revés, primer a la Ulrich i després a l'Anna Terron. Primerament, si podríeu fer una reflexió genèrica sobre aquest paper de les regions a Europa. Després sí que ens centrarem en aspectes més concrets i finalment, per acabar, obriríem el torn de preguntes per a que tots vosaltres també pugueu participar. Així que, si et sembla, no sé si aquests sorolls no ho sabem, no? Ja, hallo, gut. Also ich freue mich insbesondere hier zu sein, weil eine meiner Ideen zu Europa, über die wir ja heute diskutieren, tatsächlich eine katalanische Erweiterung erfahren habe. Es ist keine Übersetzung, sondern jemand, der über meine Idee zu Europa, Adam Macho Garriga, ein Buch geschrieben hat, Europa la Utopia Practicable per una Repubblica Europea Igualitaria Mestissa Decentralizata y Postnational. Voilà. Donc, ich freue mich sehr, dass es dieses Buch gibt, was auch eine relativ neue Erscheinung ist. Ich habe da ein bisschen reingeschaut. Ich lese sehr fließend Französisch, also habe ich so ungefähr das Gefühl, dass das, was ich sagen möchte, in diesem Buch richtig auf Katalanisch weitergedacht wird. Und darüber freue ich mich.
Was ist sozusagen, ich soll ja 10 Minuten sprechen über ein regionales Europa, über Katalonien, aber nicht nur Katalonien, es gibt auch Schottland, es gibt auch Korsika, es gibt auch Tirol, es gibt diese ganzen Regionen in Europa, die eigentlich immer von nationalen Grenzen getrennt werden. Ja, es ist egal, ob Sie jetzt die spanisch-französische Grenze nehmen oder die österreichisch-italienische Grenze durch Tirol oder was auch immer. Wir haben sehr viele Regionen, die eigentlich von den nationalen Grenzen geteilt werden. Und deswegen war es ja gerade die Idee, nochmal darüber nachzudenken, wenn wir sowieso seit 70 Jahren in der EU immer erzählen, die EU ist die Überwindung der Nation. Das ist ja immer der Sonntagsreden-Diskurs, ja, dass wir die Nation überwinden, um jetzt Europa zu machen, seit dem Maastrichter Vertrag Ever Closer Union. Und das habe ich halt in einem Buch von 2016 sehr ernst genommen und habe gesagt, naja, dann machen wir das doch mal. Ja, also wir nehmen jetzt einfach mal die Nation weg. Wir stellen uns vor, dieses gibt es nicht mehr. Also die République Française und die spanische Staat und the United Kingdom und die Bundesrepublik Deutschland und La Repubblica, die Italiener, das nehmen wir mal weg. Und wir gucken uns an, was übrig bleibt, wenn ich diese nationalen, die heutigen nationalen Einheiten wegnehme. Und wenn ich die wegnehme, was bleibt, sind eigentlich alte Landkarten von Europa, auf denen es genau das gibt, nämlich Okzitanien. Also bevor wir von der Region hier Katalanien und ein bisschen Frankreich sprechen, gab es ja mal Okzitanien mit einem Königreich. Und das tatsächlich offensichtlich ja eben genau diese Sprache hatte. Ja, also das, was wir heute das Katalanische nennen. Also ich habe letztens noch mit französischen Freunden aus dem Hérault, Departement 34 diskutiert, die mir groß erzählt haben, dass Perpignan ja eigentlich die Königstadt war, ja, der Könige von Mallorca. Also man muss eigentlich nur mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, dann sieht man, wie sehr die nationalen Grenzen, die wir heute als gegeben betrachten, eigentlich das getrennt und geteilt haben, was mal war. Ja, und das kann man in ganz Europa machen. Man kann das auf Sizilien, in Korsika, im Elsass, in Schlesien, in Tirol, in Schottland, überall machen. Und deswegen war mein Denkexperiment in einem Buch von 2016, das ich genannt habe, warum Europa eine Republik werden muss, für eine politische Utopie, war zu sagen, stellen wir uns doch mal vor, wir hätten 50, 60 europäische Regionen in Europa und die haben alle so zwischen 8 und 15 Millionen Einwohner. Und diese Regionen würden einen europäischen Staat gründen. So ähnlich wie heute die Bundesrepublik Deutschland ja 16 Bundesländer hat. Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen, was auch immer, Nordrhein-Westfalen. Und diese Bundesländer sind ja in der deutschen Gesetzgebung eigentlich die konstitutiven Träger der Bundesrepublik Deutschland. Also die Bundesrepublik Deutschland macht ja nur ein Dach über 16 Bundesländer. Und in der deutschen Verfassung haben die Bundesländer ja die Kompetenz. Ja? Und in meinem Gedankenexperiment, das ist ja eine Utopie, von 2016 habe ich eigentlich nur gedacht, wir nehmen jetzt mal die alten Karten von Europa und entdecken also diese ganzen alten Regionen, darunter eben Okzitanien. Und diese Regionen sind die konstitutiven Träger einer europäischen Republik. Also 50, 55, 60 Regionen einigen sich darauf, wir wollen einen europäischen Staat machen. Es klingt alles so sehr utopisch, aber es steht zum Beispiel im aktuellen Regierungsprogramm der aktuellen Koalition in der Bundesrepublik. Ja, da steht in 4413 bis 4421 steht drin, dass die amtierende Bundesregierung das politische Ziel hat, einen föderalen europäischen Bundesstaat zu gründen. Das haben Sie alle noch nicht so oft gehört, das wird auch nicht so oft erzählt, aber es steht im Regierungsprogramm. Ja, also ich stehe nicht auf dem Boden einer Utopie, sondern eigentlich auf dem Boden eines Regierungsprogrammes. Und dann müsste man ja nachdenken, wer gründet denn jetzt diesen föderalen europäischen Bundesstaat. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen das, morgen wollen wir das deutsche Regierungsprogramm übersetzen, umsetzen, dann wäre halt die Frage, machen wir eigentlich den europäischen Staat mit welchen konstitutiven Trägern? Und insofern sitze ich hier und biete an, dass wir darüber nachdenken, dass die konstitutiven Träger eben die europäischen Regionen wären, die wir alle kennen. Das Ganze ist überhaupt nicht neu, jedenfalls von der gedanklichen Genese her. Wenn Sie sich den Moment von Maastricht angucken, 1992, da gab es den belgischen Bierproduzenten Heineken, kennen Sie alle Heineken Bier? Der hat damals schon gesagt, Maastricht, Ever Closer Union ist eine gute Idee, aber die Nationalstaaten dürfen nicht die konstitutiven Träger der EU sein. Weil die sich immer streiten werden, wer hat denn jetzt hier was zu sagen? Entscheidet die EU oder die Nationalstaaten? Und das ganze Spiel machen wir natürlich seit 30 Jahren. Ne? Seit 30 Jahren streiten wir uns darüber,
entscheidet jetzt die EU oder die Nationalstaaten und haben wir Veto oder nicht? Und Sie kennen das alles, ja? Und jetzt streiten wir uns gerade wieder darüber, ob das europäische Recht übergeordnet ist oder nicht. Sie kennen das alles, ja? Also wir streiten uns eigentlich seit 30 Jahren. Und im Grunde sitze ich jetzt hier und sage, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Also lassen wir doch mal die EU und die Nationalstaaten weg und versuchen, ob die europäischen Regionen nicht die Träger einer europäischen Staatlichkeit sein können. Und dann hätten wir sozusagen das Problem von gestern gelöst. Ich habe auch vielleicht für die an der Technik so einen kleinen Chart. Das ist so einen kleinen PowerPoint-Chart, um das hier mal zu visualisieren. Genau so, ja. Also man kann ja dann darüber nachdenken, wie sehen diese Regionen aus, wie viele sind das und kann man ja ganz nette Experimente machen. Ja, also das ist so eins meiner kleinen Experimente. Da habe ich einfach mal die 52 wichtigsten Städte Europas genommen und jeder Stadt die gleiche Bevölkerung mit einem Algorithmus zugeordnet. Ja, insofern sehen Sie da jetzt auch nicht so die ganz klassischen Regionen, weil man will die Welt ja auch mal ein bisschen neu gestalten. Aber das nur mal so zur emotionalen Einstimmung, ja, wie man Europa mal dekonstruieren könnte eigentlich. Ja, es ist nur so ein Experiment im Grunde. Ja, und das ist eigentlich, habe ich damit schon alles gesagt. Natürlich kann man es nicht machen, indem man mit dem Finger schnippt. Aber vielleicht zwei Sätze, um das abzubinden. Wie auch immer man durch die europäische Geschichte geht, ist der Nationalstaat eine relativ neue Erfindung. Französische Revolution und ein bisschen weiter, aber länger als 150 Jahre ist er sozusagen noch nicht auf der Welt. Davor hatten wir eigentlich in Europa Königtümer. Ganz egal, ob Burgund oder Sachsen oder Sizilien oder was auch immer. Das heißt, früher waren die Regionen oder das, was wir heute Regionen nennen, eigentlich Königtümer. Und heute ist eigentlich die Frage, ob wir aus diesen ehemaligen Königtümern oder auch Bistümer, ja, also Bistum Limburg zum Beispiel, das Bistum, ja, Sie können sich auch an den kirchlichen Grenzen orientieren. Also die heutigen Bistümer sind meistens nationalstaatsübergreifend. Ja? Also Limburg zum Beispiel, da ist Aachen und Maastricht drin. Ja, ist heute Niederlande und Deutschland. Also auch die religiösen Grenzen, die wir hatten, auch die sprachlichen Grenzen, gucken sich Deutsch-Belgien und sowas an, sind nicht entlang der Linie der heutigen Nationalstaatlichkeit. Insofern denke ich gerade nach über Konzepte, wo die europäischen Regionen Bestand haben in ihrer Herkunft, in ihrer Sprache, in ihrer kulturellen Gestaltung. Und wie sich diese europäischen Regionen in einer europäischen Staatlichkeit wiederfinden können. Und zwar in einer Art und Weise, dass niemandem die Herkunft gestohlen wird. Ich will ja gerade die populistischen Argumente entkräften, die da immer lauten, die Frau Guerau will den europäischen Superstaat und will mir meine Nation wegnehmen. Ja, das ist ja offensichtlich sehr Ressentiment geladen. Wenn man Leuten die Nation wegnehmen will, dann ist das fast was Lebensbedrohliches. Wobei ich mich immer frage, ja, also wer hat den Satz gesagt von Spinoza, du bist geboren ohne Nation. Ja, also eine Nation ist jetzt nicht irgendwie was Lebensnotwendiges. Also insofern wundert mich fast schon, dass diese Diskussionen sehr schnell sehr Ressentiment geladen sind. Ja. Und insofern versuche ich, über Lösungen nachzudenken, die niemandem die Identität, die Herkunft, die Sprache und die kulturelle Einbettung wegnimmt, die es aber schafft, einen europäischen Staatlichkeitsentwurf zu denken, der uns als Europa einfach handlungsfähig macht. Ja? Weil so wie wir jetzt gerade aufgestellt sind, muss man ja nicht lange argumentieren, dass Europa gerade oder schon seit Jahren nicht besonders handlungsfähig ist. Ja? Und wenn wir das überwinden wollen in dieser Zäsur, in der wir stecken, wäre das halt mein Angebot. Wir halten die Region, wir stärken sie sogar. Wir belassen jedem die Identität und die Herkunft. Wir können gegen die sogenannten Populisten argumentieren. Niemand nimmt dir deine Herkunft weg und deine Identität. Wir schaffen es nur, das einzubetten in eine europäische Staatlichkeit, die ein emanzipatorisches Projekt hat und die Europa wieder stark macht. Denn das wollen ja die meisten Menschen. Ja? Das heißt, gleichzeitig wäre diese regionale Idee für Europa verbunden mit einer europäischen Staatlichkeit eine Idee, die jetzigen politischen Spannungen in allen EU-Mitgliedstaaten zu überwinden. Denn die jetzigen Spannungen, die wir alle in unseren demokratischen Systemen haben, sind alles Spannungen von wir EU gegen die Populisten. Ja? Macron gegen Marine Le Pen, Macron gegen die Gelbwesten, Deutschland gegen die AfD, Polen gegen die PiS und so weiter. Immer die EU muss sich gegen die Populisten zur Wehr setzen und die Populisten wollen nicht die Abschaffung des Nationalstaates und deswegen müssen die Europäer die EU verteidigen. So geht das ja heute. Ja? Und ich glaube einfach, beides ist falsch, weil ich habe hier ein Buch geschrieben, was jetzt dankenswerterweise ins Katalanische übersetzt wird. Was ist die Nation? Kann man ja mal drüber nachdenken, was das eigentlich ist, die Nation.
Aber die EU in ihren jetzigen Strukturen mit all ihren Mängeln und Demokratiedefiziten und so weiter zu verteidigen gegen die Populisten, halte ich für eine völlig polarisierende Diskussion, die uns nirgendwo hinführt. Und deswegen ist dieses Konzept Regionen und Staatlichkeit und jeder behält seine Identität vielleicht der Ausweg aus einer in meinen Augen sehr verfahrenen Diskussion, die uns allen auf diesem Kontinent schadet, die alle Demokratien der EU-Mitgliedstaaten destabilisiert und die uns eigentlich in einem Kataklysmus längst hinführt in Brexit, Öxit, Italexit, whatever, Spanexit und so weiter. Und da wir meines Erachtens in einer Zäsur stehen und die EU hochgradig unter Spannung ist, unter eigentlich in Gefahr. Ich weiß nicht, ob Sie den Parteitag der AfD letzte Woche verfolgt haben am Sonntag, wo die AfD inzwischen offen sagt, die EU muss abgeschafft werden. Das wird sie natürlich nicht so schnell. Ja? Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie Sachen machen, die AfD will. Aber der Sprechakt, dass eine politische Partei in Deutschland das ausspricht, die EU muss abgeschafft werden, das ist ein neuer Sprechakt. Und ich glaube, das ist, also der Geist ist aus der Flasche. Und ich glaube, dass wir immer mehr in diese Diskussion hineindriften. EU, ja, nein, verteidigen. Populisten, EU-Rechtsstaatlichkeit. Und ich glaube, dass das auswegslos ist. Und deswegen ist mein Angebot, diese Spaltung zu überwinden, indem wir Tertium non datur sagen, das Dritte muss gesagt werden. Es geht nicht um die EU und die Nationalstaaten, sondern es geht um eine neue europäische Staatlichkeit, die vielleicht aus dem Bauch der europäischen Regionen hervorkommen kann. Und wenn wir das dann als politisches Projekt verorten, würden wir es Republika Europaea, Europäische Republik nennen, weil die politische Staatlichkeit auf diesem Kontinent ist eigentlich immer die Republik. Ja, ich weiß, in Spanien ein bisschen heikel, aber wie hieß nochmal der ehemalige spanische Außenminister? Jetzt entfällt mir der Name von den Konservativen. Nochmal davor. Ja, jedenfalls, mit dem habe ich, Sie müssten mal in El País, Josep Piqué. Ana Palacio ist schon richtig, aber jedenfalls habe ich zwei Artikel in El País geschrieben, mit dem, es war nicht der Außenminister, der Europaminister, mit einem ehemaligen spanischen Europaminister für eine europäische Republik, ja, weil ich natürlich sehe, jetzt wird es ganz heikel, ich weiß, insofern halte ich auch besser den Mund als Deutsche. Ja, aber natürlich ist die erste Republik Spanien, der Bürgerkrieg, die zweite Republik ist natürlich irgendwo anders hier ein Thema. Ja, es ist ein anderes politisches Thema, aber es ist halt auch ein Thema. Und die intelligente Frage wäre ja, ob man diese ganzen Themen nicht auch mal miteinander verknüpfen könnten in der Idee einer Demokratisierung Europas. Ja, aber ich weiß, dass ich jetzt auf heißem Territorium bin, dass ich jetzt auch sofort wieder verlasse. Moltes gràcies, Ulrich. Després analitzarem algun dels aspectes que has anat introduint. Ara, però, li passem el torn a l'Anna Terrón perquè ens faci també aquesta reflexió sobre l'Europa de les regions. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Ulrike, per aquesta intervenció i per les idees que has anat posant al damunt de la taula del debat. No? Jo he escollit fer de perdedor en aquest debat i pensar més en el com que en el què. No? Efectivament, l'Estat-nació és molt nou, però a mi m'agradaria portar aquesta idea també a la idea de l'Estat laic, per dir-ho així, de l'Estat república, de l'Estat composat, de l'Estat fonamentat amb la ciutadania, que en principi és el que hauríem de tenir a Europa. I des d'aquest punt de vista, per mi, la pregunta és com podem crear un ens europeu postnacional. Postnacional que no vol dir un estat inclusiu en termes de les identitats nacionals, sinó un estat que pugui estar fonamentat en la ciutadania i que pugui d'alguna manera superar aquesta idea de la identitat. No? Jo crec que amb això estem d'acord. Estem d'acord. Per mi la idea és la Unió Europea ha estat possible perquè no és un estat i ha estat possible perquè té una doble legitimitat, per dir-ho així, una legitimitat funcional
una legitimitat de resultats i els funcionalistes europeus es fonamenten en això per pensar si Europa ens funciona en el futur, tots serem pro-europeus, i una legitimitat de base, que és la legitimitat que pretenen els federalistes, que neix dels estats i ha d'anar alguna cosa més, ha d'anar a una cessió definitiva de competències o de capacitats cap a la Unió Europea. No? Tu dius, bueno, fem un salt enrere i pensem en una cosa que no siguin els estats, que es barallaran sempre per tal de crear una república europea. I jo crec que en això hi estem d'acord. El que jo no acabo de veure és per què aquest mapa seria menys conflictiu en el moment de crear un ens superior que el mapa dels estats. No? Si posats a posar-nos a fer controvèrsies, jo em pregunto si abans que això passés Escòcia i Catalunya fossin estats independents, serien molt favorables a que les seves regions tinguessin un paper a Europa o serien ens determinats a defensar la capacitat dels seus estats de nova creació, que és una mica el que passa als estats bàltics, en els seus estats de nova creació, en aquesta Europa, posem en el millor dels casos, federal. No? Jo crec que hi ha una idea d'Europa menys legitimista, per dir-ho així, més orientada al futur, que estava al voltant de la idea de l'Europa de Maastricht, no? Que mai va aterrar i mai va ser una realitat. Va ser una esperança, no? I va posar alguns pilars, que era l'Europa de la ciutadania europea. I tu en parles dient, en algun dels teus llibres, crec, o article, ara no ho sé, dient si Gran Bretanya tingués una relació amb la Unió Europea de ciutadania republicana, els seus ciutadans podrien seguir sent europeus malgrat Gran Bretanya hagués abandonat la Unió. No? Que hi ha una... Al voltant d'aquesta idea de Maastricht, de la idea de la ciutadania europea, hi havia una força que era molt soft, que també apareix aquí, no? Les regions serien un poder més soft, que per tant serien menys contraposats a una idea d'Europa república, d'Europa-estat. I aquesta idea era més un procés cap a la creació d'una Europa en xarxa. Era la idea de l'Urciana, per dir-ho així, la idea de Delors, de si nosaltres fem Erasmus i creem xarxes de joves, si fem xarxes de regions, si fem xarxes de ciutats, i és una mica la idea que Maragall va recuperar. No? Ell en deia xarxes de ciutats perquè era alcalde, segurament si hagués estat abans, en aquella època, president de la Generalitat, doncs hagués impulsat una xarxa de regions, i allà van néixer la cooperació transfronterera, va néixer tota una idea de superar les regions, diguem-ne, no fer un viatge cap a les regions del passat, sinó fer un viatge cap a una trama i unes xarxes que superessin això i que anessin cap a una idea postnacional d'Europa. No? En els anys, a finals dels 90, per una sèrie de raons, i tots tenim al cap la foto de les Açores d'Aznar, Blair i Barroso, aquesta força creativa de la Unió Europea va ser vista en pànic i va esclatar la idea de els estats són l'única legitimitat de la Unió i es va d'alguna manera aturar aquesta idea de l'Europa en xarxa que segueix existent i que segueix succeint a un nivell molt bottom-up, per una idea de tot això està bé sempre i quan l'Estat sigui el gatekeeper, l'Estat sigui l'amo de la clau de la porta, perquè tot això pugui formar part o no d'Europa. No? I per mi la pregunta és si podem tornar en aquesta idea de creació de ciutadania, d'Europa dinàmica, d'Europa en xarxa,
i de superar aquesta idea de que només un poder estatal, que per mi no té a veure amb la dimensió, sinó amb el tipus de poder, que és un poder polític, segueix estant allà en l'origen de la legitimitat. No? Avui en dia, la majoria dels elements centrals d'un estat, el control de les fronteres, qui entra i qui surt del territori, està, la política exterior està en molt bona part redirigida cap a la Unió. El problema és si aquesta barrera segueix tan forta o no i com dissoldre-la. No? I en aquest sentit, tu fas una proposta, jo crec, és una utopia i em sembla bé, no? Però jo crec que si ens rebatem el com, potser caldria tornar a fer aquest impuls d'una Europa més laica, més ciutadana i més capaç de generar altres realitats en el seu territori que no tenen per què ser només territorials. Anna, has llançat una pregunta, no sé si la podem recuperar amb la Ulri. Parlaves, no, d'aquest mapa que tenim aquí al darrere, de per què seria menys conflictiu. És a dir, no sé si tu tens alguna resposta. Also die einfache Antwort auf die Frage ist, politikwissenschaftlich betrachtet, dass wenn man 50 oder 60 mehr oder weniger gleiche Regionen hätte, zwischen 8 und 15 Millionen, sagen wir mal, die eine europäische Staatlichkeit begründen würden, dann hätte man ein Level Playing Field. Das ist was anderes als Deutschland bis Malta. Ja, also machen wir uns nichts vor. Deutschland ist Europa, Europa ist Deutschland, in der EU passiert, was die Deutschen wollen. Das hat Spanien manchmal schmerzhaft erfahren, zum Beispiel in der Bankenkrise. Ja, und das Level Playing Field, also sozusagen der Funktionalismus der Institution wäre natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir trauen uns einen utopischen Entwurf zu machen und wir hätten eine andere Demokratie und natürlich ein einheitliches Parlament basierend auf One Person, One Vote, dann hätten wir natürlich eine andere Demokratie und wahrscheinlich keinen Europäischen Rat mehr, in dem Deutschland dann dominant ist, um nicht zu sagen, der Hegemon ist, sondern wir hätten halt eine Europäische Assemblée Nationale oder Assemblée. Und hätten einen Senat zum Beispiel. Alle Regionen könnten ja zum Beispiel zwei Senatoren in einen europäischen Senat schicken. Dann hätten wir einen Senat von 120 Leuten. Das wäre so ein bisschen wie Schwarzenegger und Kalifornien. Ja, also Katalonien wäre sehr viel stärker. Würde vielleicht Puigdemont wählen oder weiß der Teufel was. Ja, wie auch immer. Jedenfalls starkes Katalonien in Europa mit zwei Senatoren in Brüssel. Das wäre jetzt mal so ein Denkmodell. Ja, so. Spinnen wir das mal weiter, weil ich finde ja, Denken ohne Geländer, Hannah Arendt, das so. Ich gehe mal auf das ein, was Sie sagen mit der Bürgerschaft und so und mache es mal ganz präzise. Wir haben den Ukraine-Konflikt und wir verteidigen gerade als Europäer die territoriale Integrität der Ukraine, für die wir jetzt einen Krieg führen mit immer mehr Waffen. Das ist jetzt so, wie es geframed wird, ja. Wir können uns natürlich angucken, die Geschichte, und sehen, dass die Krim in der Geschichte entweder ottomanisch oder russisch war, außer diesem Geschenk von Khrushchev, dass das Donbass immer russisch war und eigentlich mit seinen Autonomiebestrebungen nicht viel anderes möchte, als was Katalonien möchte. Das habe ich übrigens, ich habe einen Freund, der hat mir so einen Artikel geschickt, wo er genau das vergleicht, ja, Donbass und Katalonien, und jetzt irgendwie die Frage stellt, warum wir eigentlich für die territoriale Integrität der Ukraine gerade einen Krieg führen, ja. Also wir führen für den Begriff der einheitlichen Nation der Ukraine gerade einen europäischen Krieg, obwohl Europa eigentlich ein Friedensnarrativ ist und wir die Nation überwinden wollen. Ja, also mehr Contradictio in adjecto können wir uns eigentlich nicht leisten, als das, was wir da gerade in der Ukraine machen. Wenn wir jetzt auf mein Konzept der Bürgerschaft gehen und uns angucken, historisch, geografisch, Krim habe ich schon gesagt, ottomanisch, russisch, Donbass, autonom, russisch, wie auch immer. Und wir würden sagen, dass wir den Ukrainern, die das früher Galizien waren, genau wie Okzitanien, ja, gucken wir uns an, was war das denn, Galizien? Ja, da war die Bahnlinie von Wien bis Lembach, die Bahnlinie. Und wir würden diesen Ukrainern, die jetzt natürlich eine europäische Zukunft wollen und haben sollen, eine europäische Staatsbürgerschaft anbieten. Also sozusagen der Westukraine. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Ukraine gespalten ist, ja, und immer war, also auch vor dem Krieg nicht geeint war. Ja. Dann hätten wir eine Lösung, einen Konflikt zu befrieden, eine europäische Perspektive
den Ukrainern, die das wollen, zwischen Kiew und Lembach anzubieten. Das heißt, wir hätten eigentlich zwei Fragen gelöst, die wir heute haben. Wir müssten einen Krieg nicht führen und wir bieten eine europäische Perspektive. Aber die Perspektive ist eine andere, als dass wir eine territorial geeinte Ukraine jetzt in die EU nehmen. Weil wir dann nämlich nicht mehr Staatlichkeit verhandeln, ein Staat mehr in der EU, sondern weil wir sagen, die Ukrainer, die das wollen, wahrscheinlich die zwischen Kiew und Lembach, kriegen European Citizenship. Ja? Ich habe das mal, nur damit das klar wird, wir könnten übrigens das gleich mit dem Balkan machen, weil die Frage kommt ja jetzt hoch, ist ja jetzt diskutiert worden, die Ukraine jetzt in die EU, was ist aber mit Moldawien und mit diesen ganzen anderen Staaten, die schon so lange warten und schon so lange verhandeln, ja. Ich habe schon ganz oft gesagt, bevor wir jetzt darüber nachdenken, wie wir 4, 5, 6, 7 weitere Balkanstaaten in die EU bringen und noch einen Kommissar für X und Y und noch einen Kommissar für Z und was auch immer. Wir haben ja gar nicht so viele Aufgabengebiete in der EU, wie wir Kommissare brauchen, wenn wir mit jedem neuen Staat, der in die EU kommt, ein Aufgabenfeld braucht, ja? Dass wir sagen, wir nehmen diese 40 Millionen Leute, die auf dem Balkan sind, mehr sind es ja nicht. Wenn Sie es alles zusammenrechnen, sind ja kleine Staaten, diese 40 Millionen Bürger, Serbien, Mazedonien, Bosnien, kriegen European Citizenship. Das heißt, wir verlagern in der Akteurstheorie, wer macht Europa, das verlagern wir von Staaten auf Bürger. Und das Kriterium ist nicht mehr, ob ein Staat der EU beitritt, ein Nationalstaat, sondern das Kriterium ist, do you get European citizenship? Und dann nehmen wir jetzt die 40 Millionen aus dem Balkan dazu und die Westukrainer dazu und dann hätten wir eine Lösung. Ja? Dann müssten wir natürlich noch verhandeln, was ist das jetzt, European citizenship? Und dann müssten wir verhandeln, kann es eigentlich ja oder nein ein citizenship geben ohne einen Staat? Also ist die Frage einer Staatlichkeit, auch einer europäischen Bürgerschaft, ist die geknüpft an eine europäische Staatlichkeit? Das ist ja eine Frage. Ich würde sagen, ja, sie ist geknüpft. Also wer Bürgerrechte will, in diesem Fall europäische Bürgerrechte, braucht natürlich einen europäischen Staat, der sie garantiert. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel als letzten Satz, um sehr präzise zu sein. Ich habe den EuGH, also nicht ich alleine, wir waren eine kleine Gruppe von Leuten, aber im Zuge von Brexit haben wir den EuGH gefragt, Case 1019-50, das können Sie sich angucken, heißt die Tatsache, dass der Staat Großbritannien nach Artikel 50 aus der EU austritt, dass die Briten ihren Status als European Citizen verlieren? Das war die Frage, die wir dem EuGH gestellt haben. Der uns, der erst interessanterweise das Verfahren zugelassen hat, da waren wir ja schon sehr überrascht, weil er gesagt hat, wenn die Antwort in der Sache richtig ist, lassen wir formal das Verfahren zu. Wir waren schon sehr überrascht, ja, weil juristisch ist das nicht trivial, was ich hier erzähle, für die, die Juristen sind. Ja. Und dann hat der EuGH uns doch, wahrscheinlich weil er gesehen hat, dass die Kartoffel viel zu heiß ist, nicht geantwortet. Ja. Aber der Punkt ist, die rechtliche Frage ist ja, ob ein Status von European Citizenship, was 1992 über den Maastrichter Vertrag alle die Bürger bekommen haben, die damals Bürger eines EU-Staates waren, die 1992 in der EU dabei waren, also auch die Briten, die waren ja 92 in der EU, also haben die von der EU direkt European Citizenship Rights bekommen. Und 2016 über den Brexit werden ihnen diese Bürgerrechte, diese European Citizen Rechte entzogen, aber nicht von der EU, von der sie sie bekommen haben, sondern vom United Kingdom, also von einer anderen Ebene, weil sich das United Kingdom entschlossen hat, Brexit zu machen. Das heißt, wir haben ja eine große Asymmetrie, who is granting these rights und wer zieht sie weg? Die EU hat sie gegeben, das Großbritannien hat sie genommen. Geht das eigentlich? Unser Argument war, das geht nicht. Unser Verfahren, das wir jetzt dem EuGH nochmal, so lange bis er es kapiert, wollen wir ihm dieses Verfahren geben. Wir denken nein. Das heißt, die Briten sind de facto noch European Citizen,
Warum? Weil ja der Maastrichter Vertrag, und das war unser Argument, eigentlich ein Zwei-Säulen-Vertrag ist, nämlich Union of States and Union of Citizens. Das heißt, eigentlich ist es völlig irrelevant, ob United Kingdom als Staat nach Artikel 50 aus der EU austritt. Die Briten bleiben European Citizen. Jetzt könnte man sagen, morgen entscheidet sich Katalonien in einem Referendum aus dem spanischen Staat auszutreten. Das versuchen sie ja seit einiger Zeit. Und ihnen wurden auch European Citizen Rights gegeben 1992. Weil für, eigentlich ist die Frage identisch. Ja? Denn die Frage ist ja, sagen wir mal, ihr Referendum ist von Erfolg gekrönt. Dann stünde Katalonien da vor der Frage, wollen wir jetzt der 29. Mitgliedstaat der Europäischen Union werden und wir stellen uns da hinten an und machen diese ganzen Accession-Geschichten? Oder sagen wir, wir sind schon da. Wir waren 92 dabei, wir haben schon die gleichen Bürgerrechte, wir haben schon den Euro, wir sind schon da. Ja? Und das geht aber nur, und insofern ist unser Verfahren beim EuGH, glaube ich, nicht trivial und für Katalonien, glaube ich, sehr relevant sogar. Das geht natürlich nur, wenn wir uns darauf verständigen, dass die Zukunft, la utopia praticable, ist ja ein schöner Begriff, ja, welche Utopie ist schon praktikabel, wenn wir uns darauf verständigen, dass wir gerade, ja, nein, vielleicht, einen paradigmatischen Wechsel in der Konstituierung der europäischen Idee machen, die da lautet, morgen, das Europa von morgen, wird gebaut auf der Souveränität der Bürger, die in diesem Europa leben wollen und auf ihren Rechten, aber nicht auf dem Verfahren von Staaten, die ja oder nein einer Europäischen Union zugehörig sein wollen. Das wäre für mich der paradigmatische Wandel in der Diskussion, den wir, glaube ich, gerade machen, ohne es noch zu merken. Der findet ja deswegen, letzter Satz, schon statt, weil wir ja gerade auch noch die Zukunftskonferenz hatten. Also die Europäische Kommission hat ja über ein Jahr lang die Bürgerinnen und Bürger Europas zur Zukunft Europas befragt und diese Konferenz ist jetzt am 9. Mai zum Abschluss gekommen und hat 49 Punkte, Wünsche der Bürger an die EU vorgelegt. Und allein das ist ja schon interessant, also dass die EU überhaupt ein Jahr lang Bürger, 300.000 Bürger aufwendigst befragt, ja, Random Selection, Citizen Assemblies, ein aufwendiges Verfahren ohne Ende mit ganz viel Moderation und Geld. Das heißt, die EU ist ja selber schon dabei, die Bürger zu fragen und nicht mehr die Staaten. Insofern war es ja sehr auffällig, dass der Europäische Rat am 24. Juni, jetzt vor wenigen Tagen, diese Citizen-Konferenz, wenn Sie sich die Council Resolution angucken, nicht mit der spitzen Kneifzange angefasst hat. Ja? Also der Europäische Rat sieht ja, dass wenn da Bürgerwünsche liegen, ist ja das Argument entkräftet, dass die EU ein Elitenprojekt ist, weil die Bürger das ja wollen. Und die Bürger wollen ganz viele Sachen, also gucken sich diese 49 Vorschläge an. Die Bürger wollen zum Beispiel die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Die Bürger wollen zum Beispiel eine europäische Steuer. Da hat der Europäische Rat echt ein Problem mit. Ne? Also insofern, was wir gerade sehen, ist ein Tauziehen zwischen Staaten und Bürger über die konstitutive Rolle im Projekt Europas von morgen. Und dieses Tauziehen ist meines Erachtens ähnlich relevant und nicht trivial, so wie damals vor 30 Jahren das Tauziehen zwischen der Bundesbank und der EZB. Wer hat das Sagen? Und am Ende würde ich mal top die Wette gilt sagen, wir Bürger, wir werden das gewinnen. Top die Wette gilt. Moltes gràcies, Ulrich. Anna, no sé si voldries contestar alguna cosa sobre aquest últim parlament, o si no continuem amb... Sí, jo si no m'adapto, eh? També volia parlar, no? Estem una mica analitzant aquesta Europa de les regions, però no sé si concretament, si vols començar tu, Anna, i després li passem la paraula a l'Ulrich, quina és la salut d'aquestes regions? I més si agafem una mica de perspectiva històrica. No sé si han guanyat en vitalitat durant els darrers anys, si sobretot ja pensant en futur s'augura que tindran un paper encara més important. No sé si a partir d'aquí tens alguna... No? Sobretot això de l'estat de salut d'aquestes regions, comparant amb el passat i també amb la mirada posada al futur. Sí, gràcies. No, a mi em sembla molt interessant el del cas de la ciutadania dels britànics, i per això el treia, perquè efectivament aquí ens trobem davant de la doble
legitimitat de les decisions europees. És a dir, d'una banda, és evident que el tractat diu que són ciutadans de la Unió Europea, els ciutadans dels estats de la Unió Europea, i aquí hi ha un tema no menor, i és que la Unió Europea garanteix que els estats compleixin amb la Carta de Drets Fonamentals, però el garant de l'exercici concret d'aquests drets és cada estat. Per tant, la idea de un estat no sotmès a la legislació europea, per dir-ho així, al dret primari i ni tan sols a la Carta de Drets Fonamentals, els ciutadans dels quals puguin ser ciutadans de la Unió Europea, que jo no ho nego i em sembla una discussió jurídica apassionant, tindrien el problema de veure qui garanteix efectivament a partir d'aquest moment els seus drets civils, no? Perquè la Unió Europea l'únic que fa és imposar en el seu estat la garantia de la Carta de Drets Fonamentals, que per mi és evidentment un embrió de Constitució Europea, evidentment. Però com tota la Unió Europea, en aquest moment és híbrid, no? Si parlem de les regions actualment existents a la Unió Europea, i no d'aquest mapa, que em sembla un exercici superinteressant de crear un equilibri territorial, no? En el qual la representació territorial i la representació ciutadana seria més equitativa. Veiem que depèn molt de la forma d'estat. Depèn molt de la forma d'estat. Portugal és un país on no hi ha regions. Els països bàltics són estats on hi ha diversitat i conflictiva, però on no hi ha regions, no? Alemanya, Bèlgica, Espanya, exacte, sí, Bèlgica amb Valònia, tal. Les seves regions, diguem-ne que la seva capacitat d'actuació a Europa depèn molt de l'organització dels estats. Les regions belgues són molt fortes en el procés de decisió, en el procés de presa de decisió, tant ascendent com descendent, de la Unió Europea. Espanya, més del que se sap. Més del que se sap. A França, molt poc, perquè és un règim, diguem-ne, de descentralització. I als països on no hi ha regions, doncs, gens. Ara, si tornem al que jo deia de l'Europa en xarxa, una cosa interessant d'aquest mapa, en relació a l'esperit de Maastricht, per dir-ho així, és que aquest mapa té pintades les regions transfrontereres. I m'imagino que no és casual que Galícia i el nord de Portugal sigui una possible regió, Midi-Pirineu, Languedoc-Roussillon i una part de Catalunya sigui una altra regió, el mateix veiem en les fronteres franco-alemanyes, no? I aquí hi ha aquesta idea de... tu dius l'utopia és eliminar els estats i passar aquí. La idea, diguem-ne, entre federalista i de spillover i funcionalista és com ho trenquem amb dinàmiques molt fortes de cooperació regional i de treball en xarxa, no? Jo no sé què és més difícil. De fet, els avenços dels anys 90 en aquest moment no estan aturats ni molt menys. Les cooperacions intraregionals són fortíssimes, no? Són òbvies les del nord de Portugal i Galícia, però també les de la part vermella i la part blava entre el sud de Portugal i la frontera amb Extremadura i amb altres regions que aquí, de fet, ja estan pintades, no? Jo, òbviament, la part utòpica d'aquest mapa és com retrocedim aquí, no? I amb quins consensos. Tu deies, perdó per l'ús extensiu del tu que fem en aquest país, eh? Deies, hi ha una... A Ucraïna hi ha, per exemple, una realitat regional que vol ser russa. O no. O no. A lo millor si demà preguntem al Donbass o a la Crimea d'avui, els arguments històrics, si el que creiem és en la ciutadania, tampoc són els únics arguments
que permetrien resoldre les qüestions, no? Per mi la idea és com una Europa postnacional pot tenir un efecte neutralitzador d'aquesta idea de la identitat com la base de la comunitat, com la base de la comunitat política, no? I anar més a la idea de ciutadania com a base de la comunitat política. I per mi tant de bo una ciutadania europea, però jo crec que hi ha que la idea de l'evolució cap a major consciència ciutadana, potser, no ho sé si és més utòpica o no, que la idea de les regions estructurades així, no? Però m'ha resultat interessant assenyalar els punts que per mi són punts de connexió entre una i l'altra. Vielleicht kann ich die Technik mal bitten, den zweiten Chart zu nehmen, weil ich würde gerne, dass wir nicht an dieser Karte hängen bleiben. Ja, das war ja ein Algorithmus, wo ich nur gesagt habe, die andere mit den Metropa, nochmal das, genau. Das ist nämlich Artwork, das ist ein Österreicher, der das gemacht hat, die Metropa-Karte, das können Sie im Internet finden. Aber es ist die gleiche Idee, weil wenn wir über Regionen reden in Europa, reden wir auch über Städte. Europa sind seine Städte, immer gewesen. Barcelona, Bilbao, Lyon, nicht nur die Capitals, also Paris, Madrid, Berlin, sondern gucken Sie ins Mittelalter, ja, also Prag, Budapest, was auch immer. Jetzt fallen mir keine Städte ein, Edinburgh, wie auch immer. Erste, zweite, dritte Kategorie Städte in Europa. Das ist der Reichtum dieses Kontinentes. Und guess what? Sie sind alle gleich. Also wenn Sie in Krakau sind, sind Sie eigentlich, Architektur ist ein bisschen unterschiedlich und Backstein und Nicht-Backstein und so weiter. Aber die europäische Stadt ist die europäische Stadt. Sie hat einen Marktplatz, sie hat eine Kirche, sie hat eine Universität, sie hat Kopfsteinpflaster, sie hat im Zweifel zwar noch einen alten Königspalast, wie auch immer. Das tut sich nicht viel von St. Petersburg bis Barcelona. Ja, und das müssen wir erkennen, dass das ein postnationales Städtetum ist, was wir hier haben. Und eigentlich der Reichtum dessen, was wir Mittelalter mal La République des Lettres genannt haben. Ich habe das eben schon in einem Gespräch gesagt, aber was war die République des Lettres? Es gibt es übrigens noch als Zeitschrift aus Neapel, die machen das immer noch seit Jahrhunderten, La République des Lettres. Das war die Tatsache, dass an den großen Universitäten in Europa, Bologna, Prag, Köln, Paris, der Corpus der Literatur gleich im Regal gestanden hat. Auf Latein natürlich, ja, aber wenn Erasmus von Rotterdam da irgendwie von einer Uni zur anderen ist, dann wusste der genau, hier steht Augustinus und neben Augustinus steht Spinoza, was auch immer, ja, jedenfalls der Korpus der Literatur, La République des Lettres, war die Republik unserer Ideen, die an den Universitäten in unseren Städten am gleichen Ort gestanden sind. Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig. Ja? So, was haben wir hier gemacht? Das ist Stefan Frankenberger, ein Österreicher, der hat sich auch die 52 wichtigsten Städte Europas genommen, nach welche Stadt ist groß, welche Stadt hat Kultur und so weiter. Und Sie sehen, dass Sie mit der Linie 6 ist es, glaube ich, oder 7, direkt von Hamburg nach Barcelona fahren können als U-Bahn. Das ist ja so modelliert, als wenn alle europäischen Städte in so einem U-Bahn-Netz sind, ne? So wie man die U-Bahn-Netze von Paris und London und so kennt. Und ich finde es einfach so großartig, diese Idee Metropa. Also ich würde mich total freuen, wenn ich morgens in Hamburg einsteige und mit 9 Stationen in Barcelona aussteige. Das sagt ja eigentlich alles, ja? Weil das sagt erstmal, wie klein Europa ist im globalen Maßstab, wie klitzeklein und immer kleiner wir im globalen, das sagt es erstmal. Zweitens sagt es, dass unsere Städte schon immer miteinander verbunden waren, nationale Grenzen hin oder her, ist völlig irrelevant, ja. Und das sagt dieses Metropa. Deswegen finde ich, und drittens sagt es natürlich, dass wenn wir diese Zuglinie jetzt mal bauen würden, hätten wir vielleicht ein bisschen weniger Klimaprobleme, ja, weil das ist ja das, was am meisten fehlt, ja, dass wir eben genau das nicht können, nämlich von Wien mal eben nach Barcelona oder von Kopenhagen mal eben nach Budapest fahren, weil die Züge einfach nicht funktionieren. Ja? Also 3 Sachen sind in dieser Karte, wie kleines Europa, die Städte sind das Verbindende, der Prototyp der europäischen Stadt und hier ist die Lösung für den Klimaschutz, wenn Europa klimaneutral sein möchte 2050. Ja? Und ich finde, das muss man mitdenken, wenn wir sagen, Regionen und Städte sind eigentlich die Träger des europäischen Projektes. In den Städten überhaupt ist auch immer das Bürgertum gewesen,
das die Agoras gemacht hat. Deswegen haben wir eine Republik von Venedig und eine Republik von Neapel und deswegen hatten wir diese Hamburg-Hansestädte und so. Ja, die waren ja auch nicht, die waren ja auch unglücklich, dass sie dann ins Deutsche Reich mussten. Ja, die freie Stadt. Das haben wir ja heute noch. Freie Stadt Hamburg, ja, freie Stadt Bremen, die Danzig, die wollten nicht ins Deutsche Reich, ja, genau wie was Garibaldi dann gemacht hat mit den Stadtrepubliken, die unitarische Bewegung von Italien ist ja der Ausspruch von Garibaldi bekannt, ja, jetzt haben wir die italienische Republik geschaffen, jetzt müssen wir nur noch die Italiener schaffen, ja, weil die Italiener waren eben vorher auch die Leute aus Umbrien und aus der Lombardei und aus Apulien und so weiter, ja, also ich finde, der ganze Reichtum Europas liegt in den Städten, in den Regionen und so weiter, und ich finde, wir sollten diesen Reichtum heben wie so eine Schatzschatulle, die wir jetzt irgendwie wiederfinden im Jahr 2022 und sagen, was machen wir denn mit dieser Schatzschatulle? Wir haben uns die letzten 150 Jahre seit der Französischen Revolution irgendwie verlaufen, ja, in diese Nationalstaatlichkeit. Das hat uns zweimal fast den Wahnsinn auf diesem Kontinent gekostet, ja, einmal im Ersten, einmal im Zweiten Weltkrieg. Jetzt müssen wir auch noch vorsichtig sein, dass wir keinen Dritten Weltkrieg bekommen fürs gleiche Konzept der nationalen territorialen Integrität. Also ich finde, es ist wirklich gerade repeating history, was wir hier am Start haben, ja, also das war ja schon, im März haben wir ja darüber geredet, ja, hat ja Biden schon die Reden gemacht, wir müssen jetzt in den Krieg, damit der Dritte Weltkrieg vermieden wird verstehen Sie, was ich meine, ja, also mehr Contradiction adjecto dessen, was wir hier gerade machen, geht wirklich nicht, und deswegen würde ich dringend dafür raten, dass wir diese Schatzstulle heben, und was hätte die zur Voraussetzung? Die hätte zur Voraussetzung, ganz egal, ob wir die letzte Karte nehmen mit den Regionen, die ja nur prototypisch gemalt sind, oder diese Karte mit den Städten, sie hätte eine Voraussetzung, wie man immer sagt, eine notwendige, nicht hinreichende Voraussetzung. Sie hätte zur Voraussetzung, dass die Bürger, von denen wir reden, die in dieser Europäischen Republik leben sollen, in ihren Regionen und in ihren Städten, dass die gleich sind vor dem Recht. Gleich sind vor dem Recht. Und das haben wir nicht in Europa. Das denken wir nur. Insofern ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass Frau von der Leyen eine Bürgerkonferenz macht, a European Citizens Assembly, und von europäischen Bürgern spricht, weil am Ende des Tages haben Sie hier im Saal wahrscheinlich einen spanischen Pass und ich habe einen deutschen Pass. Und am Ende des Tages habe ich damit Rechte, die Sie nicht haben, zahle andere Steuern als Sie. Sie haben vielleicht eine andere Arbeitslosenversicherung, was auch immer. Jedenfalls haben wir sozial und bei Wahlen und bei Steuern, bei den drei Dingen, die der französische Soziologe Pierre Rosanvallon le sacre du citoyen nimmt, das Heiligtum des bürgerlichen Daseins, in diesen drei Dingen sind Sie und ich, obwohl wir alle European Citizens sind, nicht gleich. Und das müssten wir ändern. Der Binnenmarkt war das Projekt der 80er Jahre und der Binnenmarkt war in einem Wort Rechtsgleichheit für Güter. Wir erinnern uns alle, das deutsche Bier ist nicht besser als die anderen Biere und die italienischen Pasta ohne Eier sind nicht besser als die anderen Pasta. Ich weiß gar nicht, was die Spanier hatten. Die Griechen hatten den Feta-Käse, die Franzosen hatten den Cognac, wie auch immer. Jacques Delors kommt und sagt, ist mir ganz egal, alle Güter, die in Europa produziert sind, sind gleich vor dem Recht und alles darf in allen Supermärkten sein. Hatten die Spanier eigentlich irgendwas, was ihr verteidigt habt als nationale Alleinstellungsgeschichte da? Die Italiener hatten die Nudeln, die Griechen den Feta, die Franzosen Cognac, wir hatten das Bier, die Spanier hatten nichts, so, egal. Whatever, Oliven vielleicht, ja, aber. So, und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir einen Markt, ja, und dann haben die Banken gesagt, also was ich damit sagen will ist, der Binnenmarkt ist nichts anderes als Rechtsgleichheit für Güter. Jedes Produkt, das legal hergestellt wird in Europa, muss in jedem anderen europäischen Supermarkt verkauft werden dürfen. Punkt. Das war die Schlacht der 80er Jahre. Dann haben wir gesagt, jetzt haben wir einen Markt, jetzt brauchen wir eine Währung, weil es ist ein bisschen blöd, auf einem Markt zu sein und dann liegen da die Möhren in Escudos und da in Peseten und da in Lira und dann haben wir zwar einen Markt, aber ich blicke immer noch nicht durch. Also ein Markt, eine Währung. Der Euro ist sehr unterkomplex, eigentlich Rechtsgleichheit für Geld. Rechtsgleichheit, keine Diskriminierung nach Nationalität sozusagen, Rechtsgleichheit für Geld. So, und jetzt komme ich und sage, hey, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Das Letzte, was noch fehlt, ist, dass ich als europäischer Bürger die gleiche Rechtsgleichheit möchte, die die Güter und die das Geld schon haben. Punkt. Das und nicht mehr. Ich finde, das ist eine einfache Forderung,
Ich finde, es ist eine, die können wir nach vorne bürsten. Ich finde eine, die ist politisch greifbar. Und ich finde eine, die aus der Erfahrung unserer jüngeren Geschichte, nämlich der Geschichte der Bankenkrise, besonders relevant ist. Weil in der Bankenkrise war es ja sehr wichtig, ob man Spanier ist, fauler Spanier oder tolle Deutsche oder super Niederländer und böser Grieche und so weiter. Ja, also wir haben uns ja eine Schlammschlacht geliefert in dieser Bankenkrise, die unterirdisch war. Und wir haben uns noch herausgenommen, von den Picks zu sprechen. Ja. Und es hat mich damals sehr verwirrt, was wir da getan haben, weil wir nämlich in der Bankenkrise eigentlich in chauvinistischen Diskursen aufgelöst haben, dass wir nicht rechtsgleich sind. Das haben wir getan. Und es war ein großer Fehler. Weil wenn wir zum Beispiel in der Bankenkrise das gehabt hätten, was ich jetzt argumentiere, nämlich Rechtsgleichheit, also zum Beispiel hätten wir eine europäische Arbeitslosenversicherung gehabt, dann wäre vielleicht die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien anders abgefedert worden vor 10 Jahren. Die Selbstmordrate in Spanien, die Auswanderung der jungen Leute nach Lateinamerika, der Braindrain, den Spanien gehabt hat. Also die, ich sage das als Deutsche, ich sage das als Deutsche, die sich schämt. Ich hoffe, das hören Sie gerade. Ja? Auch in Griechenland, auch in Italien. Dann wäre das nicht passiert. Und das einzig Positive, was ich an dieser Geschichte der Bankenkrise sozusagen alles Gute, alle Krise hat ihr Gutes, ist, dass genau in diesem Zeitpunkt, erinnern wir uns, die Debatte über das, was ich jetzt hier vortrage, nämlich European Citizenship und ob das die Zukunft der Antworten ist, getriggert wurde. Weil es war bei dem Geburtstag der EZB 2012, mitten in der Bankenkrise, zum ersten Mal die europäische Jugend vor den Toren der EZB und hat demonstriert. Es waren, wenn Sie sich erinnern, blutige Demonstrationen mit Wasserwerfern und so weiter. Aber die Jugend Europas stand vor den Toren der EZB und hat gesagt, das Europa der Banken, das wollen wir nicht. Und ein Europa, das die Jugend so behandelt, das wollen wir nicht. Und wenn wir demnächst mal zurückgucken auf das, was da passiert ist, könnte man vielleicht sagen, es war, aus allem Schlechten kommt was Gutes, vielleicht die Geburtsstunde des European Citizenship. Weil alle sozialen europäischen Bewegungen, auch Ignacio und Podemos und was da alles am Start war, es war dieser Moment, wo eine europäische Jugend verstanden hat, dass wir hier in einem System sind, das nämlich genau das nicht bietet, dass wir hier gleich sind vor dem Recht. Die spanischen Jugendlichen waren andere Jugendliche als deutsche, niederländische, griechische Jugendliche. Und ich glaube, dass die Diskussion, wenn wir über ein neues Europa nachdenken, was auf Städten und Regionen und so weiter dann in einer anderen Form der Demokratie beruht, dass deswegen dieser Gleichheitsgrundsatz, also eigentlich geht es hier um nichts anderes als den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle Europäer. Punkt, period, basta, nada, niente, nothing. Alle europäischen Bürger sind gleich vor dem Recht. Ich glaube nicht, dass das schwer ist. Ich weiß nicht, warum wir eine europäische IBAN-Nummer haben und alle schon irgendwie über eine Banknummer sozusagen rechtsgleich sind. Ich weiß nicht, warum wir als Bürger schon die gleichen Roaming-Gebühren haben. Das ist sehr nett von der Europäischen Union. Aber warum wir den letzten Schritt in bürgerliche Rechtsgleichheit nicht gehen können. Und der hätte viel damit zu tun, dass wir ernsthaft darüber diskutieren, ob wir zum Beispiel eine europäische Sozialversicherung haben. Und das sind reale Diskussionen. Es wird in Brüssel darüber diskutiert. Ich selber war mehrfach in Brüssel bei irgendwelchen Anhörungen. Es gibt diese Vorschläge schon im System und sie sind gut und wir sollten sie weitertreiben. Ara, si us sembla, obriríem torn de preguntes, també, perquè no sé si molts de vosaltres teniu alguna qüestió. Sí, anem una mica justos de temps. Com ho voleu organitzar? Suposo que hi ha micròfons. Sí. Aquest, no? Sí. Ui, això aquí. Va. Crec que ja jo des d'aquí veig 3 mans aixecades. La primera és aquesta. Moltes gràcies. Perdó. Ich werde eine Mischung von Katalanischem und Deutschem machen, wenn ihr kein Problem habt. Eine Sache, die ich interessant finde,
ist, dass Sie haben über die Französische Revolution gesprochen, über der Geburt von Nationalstaaten. Und zwar denkst du nicht, dass die Geburt der Nationalstaaten kam vorher, zum Beispiel mit Frankreich, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, par exemple, und auch dass ich wollte auch fragen, dass ja, du hast auch gesprochen über über den Vergleich zwischen Katalonien und der Donbass. Ich finde, dass sie sind nicht vergleichbar, weil die Russen in Donbass haben einen Staat, die sie die ihre Interesse schon verteidigt. Aber die Katalaner haben nicht diesen Staat, die ihre Interesse verteidigt. Y también volia mencionar sobre els temes que de la ciutadania europea, que jo estic molt d'acord amb la necessitat d'una ciutadania europea, però crec que el respecte cap a les regions històriques no té per què estar en contradicció amb una ciutadania europea. Com els moviments independentistes d'Escòcia i de Catalunya, tots els europeistes han demostrat. I també per aquesta banda penso l'Europa de les regions, en el sentit de Països Catalans, Galícia, Occitània, i podria continuar, aquests independentismes no van per se contra el concepte d'Europa. Hi ha aquí dues coses que voldria distingir, els dos tipus de nacionalismes, centrífug i en plan disgregador i centrifugador. Per exemple, a França, que hem tingut eleccions fa res, ens podem trobar a l'exemple del nacionalisme, sigui més tènua en el cas de Macron, que és un nacionalisme, un chauvinisme, com ha mencionat l'Ulrike, més tènua en comparació, per exemple, amb Mélenchon, o que és, permeteu-me l'expressió, com un Robespierre 2.0, i Le Pen, que és també bastant nacionalista, però el conjunt de l'estat francès és tan nacionalista que, per exemple, considero que el nacionalisme de Macron envers els moviments minoritaris de França és més fort que, per exemple, el nacionalisme cors de Gilles Simeoni, el president de la regió Còrsega, que ja ni tan sols demanen la independència, demanen l'autonomia a Còrsega, i Macron els hi denega. Macron es nega que el cors pugui ser llengua oficial. Ell mateix parlava sobre els seus propis avis, que eren occitanoparlants del sud de França, dient que parlaven un dialecte, un patois. És aquest chauvinisme imperialista cap a les regions o cap a la Nova Caledònia, com també va passar fa poc. La qüestió és aquesta. Poden coexistir l'Europa de les regions i a la ciutadania europea, i cap a l'Ulrike, sind Donbass und Katalonien echt vergleichbar, und war die Geburt der Nationalstaaten im 1789 oder vielleicht vorher, weil zum Beispiel auch Portugal im 1640, genau, mit der Verteilung Krieg, hier auch mit Katalonien, la Guerra dels Sados. Ho he fet molt llarg, si no ho sento. Sí, intentem que siguin una mica més breus, però comencem amb la Ulric, aquesta és que comentava ell. Intentem ser breus, perquè crec que anem una mica... Also ich würde eigentlich sagen, dass Ronald mich nochmal einladen muss, weil jetzt haben wir in ein Wespennest gestochen und jetzt können wir mindestens mal ein universitäres Seminar anschließen, ja, weil das kann ich jetzt nicht in zwei Sätzen verhandeln, ja, die neustaatliche Nation, also darüber sind ja Bibliotheken geschrieben worden, ja, welche Nation, wie und so weiter. Wichtig ist, glaube ich, dass es was Konstruktivistisches hat, also es gibt unitarische Bewegungen, wo aus vielen
Nation irgendwann mal Italien wird oder aus vielen Nationen irgendwann mal Deutschland wird. Wichtig ist, glaube ich, dass die meisten heutigen staatlichen Gebilde, die wir Nationen nennen, Belgien, Spanien, wie auch immer, eigentlich multinationale Gebilde sind. Ja, alle, fast alle. Und wichtig ist vielleicht, dass wir das vergessen haben, weil das, was wir heute dekonstruieren, Balkan und so weiter, ist nämlich genau das, dass die nicht mehr multinational bleiben, sondern da muss jetzt sozusagen die Region zur Nation werden, Kosovo, was auch immer, Tschetschenien, ja, um mal wegzukommen vom Donbass. Das kann ich jetzt hier nicht ausführen. Ich will auch nicht um jeden Preis Donbass und Katalonien vergleichen. Ich wollte nur strukturell darauf hin, dass wir offensichtlich verschiedene Diskussionen über Unabhängigkeit und Separatismus innerhalb Europas haben und dass es vor diesem Hintergrund eigentlich in meinen Augen schon absurd ist, dass wir jetzt ausgerechnet bei der Ukraine einen doch in meinen Augen einen Krieg führen, der für Europa in vieler Hinsicht selbstschädigend ist. Ja, das müsste man lange ausführen, für ein Ziel, nämlich ein Ziel der territorialen Integrität einer Nation, das wir in allen möglichen anderen Debatten gerade in Frage stellen. Ja, ich wollte nur auf dieses Spannungsverhältnis hinaus. Und ich glaube tatsächlich, dass es Sinn macht, Hannah Arendt zu lesen, die uns nochmal in diesem Buch über die Revolution ganz gut erklärt, was eigentlich bei der Französischen Revolution sozusagen schiefgelaufen ist. Ja, dass wir dieses Liberté, Égalité, Fraternité über einen 170-jährigen Prozess, das war ja von Paris aus für ganz Europa gedacht, ja, aber dass wir diesen Prozess der Liberté, Égalité, Fraternité und nichts anderes ist es, wenn ich heute sage, wir wollen jetzt gleiche Bürgerrechte. Es wäre genau das, Liberté, Égalité, Fraternité pour tous les Européens. Ja. Aber wir sind halt immer noch in einem Prozess, wo wir die Rechte der Bürger nationalstaatlich zuordnen. Also eigentlich sind wir immer noch in dem Prozess der gescheiterten Revolution von 1789. Und das finde ich interessant, dass wir da nochmal hingucken, was das hieße, wenn wir es auflösen. Ja. Gràcies. I Anna, no sé si recordes breument... No tinc res molt diferent a dir, no? I suposo que cada ciutadà de Catalunya i cada ciutadà de Donbass tindrà la seva lectura sobre la realitat que té. I la veritat és que aquí és més o menys nacionalista, només em sembla un debat, diguem-ne, presentat des de la culpa, no? És a dir, som nacionalistes perquè els altres ho són més. Home, és com dir, no? Fem això perquè els altres ho fan més fort. No em sembla que sigui una via molt fructífera per arribar a la gestió dels problemes que tenim en relació a la idea de sobirania en aquest moment i per arribar al que jo crec que és el punt d'acord, no?, entre el que estem dient, que és aquesta Europa als ciutadans, però potser podem agrupar algunes... Sí, potser, crec que hi havia més preguntes aquí. Intentem, això sí, sisplau, si pot ser una pregunta. I... Sí, abans de tot, moltes gràcies, perquè a mi sempre em sembla molt interessant obrir la ment per a noves idees. Però parlant sobre les propostes, a mi, per una banda, no em sembla més fàcil gestionar una Europa de 50 regions que una Europa de 27 països. A mi em sembla molt més pràctic una Europa federal vertebrada d'una forma de les bases passant per entitats mitjans, com ara són els estats, i fins a la Federació Europea dels Estats. L'altra cosa, a mi em sembla que aquesta idea de les regions no és una cosa menys nacionalista, perquè tradicionalment hi havia molta repressió religiosa, cultural, lingüística també als regions. Per això jo estic molt d'acord amb l'Anna Terron de proposar una Europa postnacional, una Europa, com diu Jürgen Habermas, amb un patriotisme més bé, un constitucional, i també tenir en compte que avui tenim migració, tenim societats mestisses, i això és molt important. I per això la pregunta a la Ulrike Gero, com es suposa desintoxicar possibles nacionalismes regionalistes.
porque para mí no son una entidad mejor desde el principio. Y la otra cosa, a mí esta idea de proponer una nacionalidad, una ciudadanía europea para el Donbass o las personas de Ucrania suena muy bien, pero es para mí una mica naif, porque no se puede hablar sobre la guerra y la invasión de Ucrania sin hablar sobre el poder. Y yo creo que Putin de ninguna manera sería dispuesto a donar una ciudadanía europea a las personas del Donbass. Aquí, para mí, es sí una guerra y un conflicto que trata no de nacionalismos, trata de derechos ciudadanos y de democracia o autocracia. Y para eso también me agradaría saber la opinión de la Anna Terrón sobre esta cuestión. Creo que ya hay ahí también una pregunta que va relacionada, potser les poden fer les dues y així n'agrupem. Ja, el projecte wäre so wie eine große Schweiz, sozusagen. Ja, die Kantonen, die verschiedenen Nationalitäten und das wäre, wenn ich es verstanden habe, würde in die Richtung gehen. Gut, dann die andere Frage ist, wo bleibt konkret der Bürger? Weil passiert alles auf einer Ebene, wo der Bürger nichts zu sagen hat. Ich sage Ihnen etwas konkret. Ich kam auf die Reise, war ich in die Schweiz und ich habe mich eingeladen in einen Vortrag von einem Anwalt dort. Die Schweiz ist die vorbildliche Demokratie. Ne? Die Bürger können Gesetzgebung zwingen. Ne? Machen Referenden, machen ein Projekt und es wird abgestimmt. Und wenn genügend Stimmen da sind, die Regierung muss das Gesetz machen. Dieser Anwalt hat den ganzen Korpus Gesetz von der Schweiz, Normativen angeschaut und so. Und wollte wissen, wie viele Gesetze und Normativen der Schweiz zurückgehen auf Initiativen des Volkes. 0,9%. Und natürlich, man redet hier über europäische Bürgerschaft und was weiß ich. Und seit Jahren und Jahren sind wir regressiv, regressiv, regressiv. Also man steckt nur ein. Jeder Paragraph ist ein Schuss gegen den Bürger, praktisch. Ne? Also die Leute wissen nicht mehr rein, nicht mehr aus. Und das ist ja schön, ne? Aber wie integriert man dann? Ja, das ist die zwei Sachen, die ich sagen wollte. Bitte. Comencem per aquelles dos. No sé si la... Ja, ich mache auch das ganz kurz, weil vielleicht komme ich noch mal wieder. Ich finde es a priori finde ich es wirklich schön, wenn Sie sagen, dass Sie die Diskussion interessant fanden. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ja, also dann hat man ja Neugierde geweckt. Ja, und ich stehe ja auch nicht hier, um Sie jetzt alle zu überzeugen. Außerdem habe ich ja nicht alle Lösungen. Ja, und in der Tat stellen Sie eine wichtige Frage, nämlich was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nation und Region und warum sind die Regionen eigentlich weniger toxisch oder nationalistisch, ja, Tirol und so weiter. Und die Antwort habe ich nur so ein bisschen und die ist natürlich vordergründig, aber es wäre nicht so gefährlich. Ja? Also ich sage mal, ein nationalistisches Katalonien ist nicht so gefährlich wie ein nationalistisches Frankreich, schier wegen der Größe. Ja? Also sozusagen, wenn Sie den toxischen Nationalismus bis hin zum Faschismus, wenn Sie sich das vorstellen, sind 10 Millionen weniger gefährlich für die anderen als 60 Millionen, verstehen Sie? Das ist natürlich keine zufriedenstellende Antwort, aber kommt auf das hin, was ich eben gesagt habe, Level Playing Field. Ja, man könnte sich so ein bisschen mehr in die Kontrolle begeben. Aber natürlich gebe ich Ihnen recht, ja, dass am Ende des Tages eben stehen müsste, dass wir uns sozusagen verfassungsgemäß bei Habermas auf einen Verfassungspatriotismus einigen, ja. Aber auch Habermas würde sicherlich nicht widersprechen, dass diejenigen, die partizipieren an so einem, sagen wir mal, europäischen Verfassungspatriotismus, dass die natürlich eine Herkunft haben. Also Herkunft und Origin sind ja was anderes als eine Identität, die ich in einer Nation suche. Ja, jeder hat ein Recht auf Herkunft. Jeder hat auch ein Recht zu sagen, ich komme aus dem Rheinland, ja, und ich bin ja deswegen schon nicht mit den Bayern in einem Boot. Ja, also
Verstehen Sie? Und ich glaube, das könnte man in so einem regionalen Konzept der Herkunft schon noch anders auflösen, als wenn, und dann wird es ja immer gefährlich, wenn die Nation zur Identität wird. Ja, das ist ja immer der gefährliche Moment. Und da könnte ich jetzt lange zu reden. Marcel Mauss, die Nation und der Sinn für das Soziale. Wann ist denn der gefährliche Moment, dass wir in der Nation die Identität suchen, die uns nicht genommen werden darf? Der gefährliche Moment, und da könnten wir jetzt lange drüber reden, ist genau dann, wenn die Nation sonst nichts mehr zu bieten hat. Also wenn der Soziale, Marcel Mauss, die Nation und der Sinn für Soziale, also wenn sozusagen die Nation oder der Nationalstaat seinen Sinn als sozialer Garant von Ausgleich verliert und die soziale Ungleichheit immer größer wird, dann wird die Nation zum Substitut für soziale Gerechtigkeit. Ja, also da müssen Sie jetzt nicht mehr lange drüber nachdenken über Nationalsozialismus und alles, was wir gerade an toxischen Diskussionen hier schon mal hatten im Kontinent und wieder haben werden. Aber Marcel Mauss, kann ich Ihnen nur raten, ist wirklich die beste Lektüre dafür. Und zu dieser Schweiz, ja, deswegen werde ich oft eingeladen in die Schweiz, ja, und Europäische Eidgenossenschaft oder was auch immer, bin ich dabei. Es ist nur eine andere Debatte und ich glaube, die können wir hier nicht mehr führen. Die strukturelle Erosion der Demokratie und die Tatsache, dass wir, in der politischen Theorie nennt man das simulative Demokratie, also immer mehr diskutieren und partizipieren und immer mehr das Gefühl haben, unsere Demokratie ist doch so toll und wir haben die ganzen Agoras und so weiter, aber am Ende kommt immer weniger dabei raus oder sozusagen die Umsetzung in dieser ganzen Diskussionsformate in konkretes Recht wird immer schwieriger. Das ist eine große Debatte, eine andere Debatte. Ich kann Sie nur auf Literatur verweisen. Ingolf Ohr Blüdorn, Simulative Demokratie 2016, der das benennt, ja, dass wir sozusagen Rechte ersetzen durch Partizipation. Ihr habt doch alle mitgeredet, also ist doch alles super demokratisch. Ihr könnt euch ja nicht mal mehr beschweren. Ja. Das andere Buch zum Thema ist natürlich Sheldon Wallin, ja, umgekehrter Totalitarismus. Also, dass wir so sublimierte Formate eigentlich haben, dass jede Kritik eigentlich nur noch abperlt und wir das Gefühl haben, wir sind super demokratisch, aber eigentlich ist alles schon längst woanders entschieden. Ich kann Sie beruhigen, es geht nicht nur um die Schweiz. In Amerika gibt es Studien, dass wenn man sagt, Demokratie ist of the people, for the people, by the people, und sie messen über einen Zeitraum von 20 Jahren, wer hat Gesetzgebungsverfahren in Amerika angeregt, ja, also irgendwelche NGOs, amerikanische NGOs oder Big Data and Big Business, dann kommen Sie genau dabei raus, dass am Ende nur die Gesetzesinitiativen von Big Data and Big Business auch zu Gesetzen werden und jede Gesetzesinitiative von irgendeiner amerikanischen NGO genau da landet, wo ihre landen, ja, also, dass man vor dem Hintergrund Democracy is of the people, for the people, by the people argumentieren müsste und auch kann, das wird in der politikwissenschaftlichen Literatur durchaus getan, dass wenn das die Definition einer Demokratie ist, dann sind die USA keine Demokratie mehr, ja, also, das sind wichtige Debatten, auch theoretische Debatten. Die Debatte um die simulative Demokratie ist eine ganz akute Debatte, aber wir können sie, glaube ich, heute nicht mehr führen. Ana, breument, si... Sí, gràcies. Gràcies. Jo crec, per resumir, no? Crec que estem d'acord en els objectius. No? Aquest mapa és fantàstic i el coneixia és superatractiu i té a veure amb el que jo deia una mica també, no? De com aquesta Europa es va construir en xarxes. No? A més, l'Europa de les ciutats es pot dir encara d'una manera més poètica que era l'Europa dels cafès de Steiner, no? De Steiner. Que era, no, Europa són els seus cafès, no? I això és la ciutat del segle XVIII i del segle XIX i del segle XX i ojalà sigui també del segle XXI i no dels estats cadena, dels que et treuen al cap de 5 minuts perquè consumeixi un altre i que impedeixen la conversa. No? Jo crec que del que estem parlant ara és de poder. És de poder, és a dir, per mi, la qüestió, el que tu planteges, és com arribar-hi, com arribar a aquesta república europea. No? I la idea és, jo crec que els poders que estan en mans de l'estat, dels estats en aquest moment no es dissoldran. No, és molt difícil que es dissolguin. No desapareixeran.
Da muss ich aber kurz eingreifen, weil die Macht der Staaten sind wir. Der Souverän sind die Bürger. Also wir haben ja sozusagen im Sinne von Thomas Hobbes unsere Souveränität delegiert an eine Staatlichkeit. Ja, aber theoretisch gesprochen sind wir ja der Staat. Also ohne uns gibt es ja keinen Staat. Das heißt, alle Souveränität geht vom Volke aus. Heißt das die Souveränität? Das ist ja der Schlüsselbegriff der ganzen Debatte. Wo liegt die Souveränität? Die liegt bei den Bürgern, nicht bei den Staaten. Also wenn wir morgen sagen, wir nehmen die Souveränität dem Staat Spanien weg, weil wir jetzt was anderes wollen, theoretisch können wir das tun. Praktisch ist natürlich eine andere Frage. Ja? No, efectivament. I jo també crec que el ciutadà és el sobirà. I per tant el que necessitem és una majoria de ciutadans disposats a exigir que aquesta ciutadania sigui una ciutadania europea i que aquests debats com el de la seguretat social europea, que per sort estan emergint, tinguin un resultat també concret sobre com ho podem fer, que es necessita transferir. Però hi ha diguem-ne que en aquest moment un repartiment de poder, que jo no dic en absolut que sigui just, al contrari. També, i només em referiré a això, a la guerra d'Ucraïna, hi ha un repartiment de poder mundial, no? I més hobbesià, diguem-ne, encara. I, per exemple, jo crec que una pregunta que ens hem de fer és: un cop Europa demostra que té una unitat forta en determinades coses i que exerceix les seves competències, per exemple, en comerç internacional, els altres també reaccionen. I els altres també et miren d'una manera o d'una altra i també es llença un joc geopolític que és el que està fent en aquest moment Rússia. No? I potser la idea de la defensa de la integritat nacional o territorial ucraïniana és la més fàcil, en el fons el que estem defensant és la integritat europea, no? o el rebuig a que una frontera europea pugui ser atacada. No? Jo crec que hauríem de tenir moltes més trobades com aquesta per resoldre les preguntes que tenim sobre la taula i que efectivament l'important és el debat. Però jo crec que sí que hi ha d'haver un debat profund sobre el com. I en el com i en l'objectiu jo crec que estem d'acord. El com és com tornar sobirania als ciutadans i evitar totes aquestes discussions tòxiques i com arribar a aquesta idea de Unió Europea més forta, que no podrà ser una Unió Europea centralitzada, no? Descentralitzada. Per mi la solució és abandonar aquesta idea vertical de la Unió, en la que els estats recullen o no, o defineixen què és el que ha de passar a la Unió, i això el que està creant és procediments que xoquen amb els procediments democràtics i per tant amb la sobirania de cada ciutadà, i tornar a aquesta idea d'una Europa que permet articular-se de diferents maneres institucionals i civils i transnacionals, de manera que hi pugui haver més veus i més veus diferents de la veu dels estats, i que torni una certa capacitat al ciutadà d'exercir directament aquesta sobirania en relació a la Unió Europea. Però això jo crec que hauria de ser potser el tema d'un futur debat, perquè a més a més estarem encantats que vinguis a Barcelona més vegades. Gràcies. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies, Ulrich. Ens hem quedat sense temps, per tant, donem per finalitzat aquest primer debat. Recordeu que en vindran dos més. Außer dass ich wirklich gerne wiederkomme und dass wir müssen das in die Universität tragen. Ja? Wir müssen darüber, das ist nicht eine, zwei Stunden Diskussion, wir müssen darüber ein Seminar machen an der Universität in Barcelona, und dann muss das mal über ein ganzes Semester gehen und dann müssen die jungen Leute mal diskutieren. Ja? Also da muss die Reise hingehen, und vielleicht kann das Goethe-Institut ja sowas noch in Gang setzen. Ja? Das fände ich gut und wichtig.